Also heute besuche ich die Leonberger Autoschau an diesem schönen Sonntag im September. Und ich bin froh und dankbar, dass die Leonberger Autoschau nach pandemiebedingter Pause jetzt endlich wieder stattfinden kann. Viele Automobilhersteller, viele Autohäuser stellen hier aus, präsentieren die neue Mobilität, und ich denke, das können die Leonbergerinnen und Leonberger Besucherinnen und Besucher von nah und fern auch nutzen. Ich selbst finde die Leonberger Autoschau wirklich gut gelungen und passt auch ins Bild von Leonberg, auch was eine innovative Stadt angeht. Insofern glaube ich auch, dass Leonberg es gut zu Gesicht steht, dass wir in den kommenden Jahren die Innovation weiterhin so stark präsentieren. Und ich bin dankbar, dass wir so ein großartiges Engagement in unserer Stadt haben, auch wenn es um die Mobilität geht. Ich bin froh, hier zu sein. Ich habe richtig Spaß. Ich treffe langjährige Kunden. Meine Verkäufer sind motiviert. Wir haben die Autos da und die stehen in Reihe und Glied. Es ist wirklich schön zu sehen, wie die Leute Interesse am Automobil haben. Ich weiß der Situation, dass auch weltpolitisch natürlich andere Themen gerade im Vordergrund sind. Aber ich sehe, dass das Interesse an Mobilität trotzdem gegeben ist. Ich hoffe, dass wir die zukünftige richtige Mobilität finden, auch bei BMW. Die Leonberger Autoschau ist eine Institution in Leonberg, deswegen komme ich auch gerne regelmäßig hier vorbei und bin froh, dass das nach Corona auch wieder funktioniert. Das Auto ist hier bei uns im Kreis ganz, ganz wichtig. Wir sind führend in der Herstellung, in der Produktion, in der Forschung. Aber es ist für die Menschen auch im Alltag wichtig. Als Fortbewegungsmittel Mobilität brauchen wir alle. Aber Mobilität ändert sich sehr, sehr stark. Ich habe auch hier viele Gespräche geführt über vor allem auch die Trends im Bereich Elektromobilität, im Bereich Hybride. Und das ist das Tolle an der Autoshow hier. Man hat fast alle Hersteller da, man hat ganz unterschiedliche Angebote da. Die Produktpalette ist sehr, sehr breit und man kann mit vielen ins Gespräch kommen.